Hallo, weiter geht's mit Sneaky Sneaky, ein Let's Play or Die. Wir sind im Cursed Canyon und das letzte Mal hat uns der Sand echt viele, viele Nerven gekostet. Wir schauen mal, wie es diesmal weitergeht. Oh, es gibt eine neue Gameplay-Mechanik. Die Löcher, mal schauen. Gopher Territory, watch out for holes. Also Maulwürfe, ja, Maulwurfslöcher. Ja, alles klar. Ist sowas wie ein Teleporter. Hier wieder das gleiche wie letzte Mal. Mal schauen, wie man mit diesen Fliegeviechern umgeht, wenn die Skelette denn da sind. Ah, aber das ist schön. Hier kann man also schnell mal verschwinden. Das ist gut. Okay, hier bin ich erstmal ein bisschen sicherer. Aber eigentlich... Plopp. Encounter, player moves first. Kein Problem also. Dann plopp. Gut, reicht erstmal. So, den Pfeil holen wir uns zurück. Skelett wird geweckt und geschossen. Encounter, player moves first. Das ist eigentlich immer auf Nummer sicher gehen, ne? Gerade Schüsse kann man ganz gut treffen, nur bei den Schrägen muss man echt tierisch aufpassen. Das kann manchmal echt in die Hose gehen. Und ich werde zurückgehen und die Fässer vom Anfang holen, weil es nämlich schlimm ist, wenn man ganz später ganz weit zurückgehen muss. Und hier sind genau drei Fässer, ich brauche genau drei Pfeile. Also ideal. Wäre natürlich schöner gewesen, eine Goldmünze zu kriegen, weil ich brauche noch ganz viel Gold. Nicht wahr? Okay, wie geht's weiter? Schauen wir doch einfach mal. Oh, meine Items wären natürlich auch langsam knapp. Eine Schatzkiste. Mal schauen, neue Items kommen hinzu. Was kommt denn nun? Darauf warte ich seit 5 Folgen, ja? Der Rockhammer. Das heißt, wir können jetzt endlich zurückgehen und uns das holen. Cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Jetzt müssen wir natürlich... Cool. Jetzt müssen wir natürlich schauen, welches Loch, natürlich dieses hier, führt uns hier hin, wo wir sowohl dieses als auch jenes erhalten. Das ist ja sehr, sehr nice. Waren das noch Felsen vorher, wo wir uns irgendwas Schönes rausholen können? Hier ist nichts. Und da oben war bestimmt auch nichts. Aber man weiß nie. Ich will ja, seht ihr, da ist bestimmt irgendwo noch ein Schatz drin. Sonst würden die nicht so viele Rocks hier hinstellen, oder? Komm, komm, komm. Irgendwo ist... Ach, die Großen gehen nicht? Huch. Das hätte man ja mal sagen können. Die sind beschränkt. Das ist ja beschränkt. Und das Problem ist, bestimmt gibt es hier irgendwo wieder einen Rubin, wo ich den gebraucht hätte. Hätte ich besser aufpassen müssen. Ach man, und die muss ich jetzt im Shop auch noch nachkaufen wahrscheinlich. Wenn man nicht aufpasst, oder? Ich hätte ja in den Fässern auch welche reinmachen können, dass man welche nachbestellen kann, oder was? Oh man, das ist so doof. Ach shit. Das ist nicht schön. Egal, wir machen erstmal hier ein bisschen den Viech hier klein. Das Fliegeviech kann uns nämlich das Genick brechen. Ach so, na gut. Mein Fehler. Gut, ein Counter. Einen einzigen Treffer. Brauchen wir noch. Bam. Da ist das Geld. Holen wir uns. Holen uns schnell noch einen Pfeil. Und von hier aus kann man natürlich das Skelett viel besser platt machen. Das Problem ist, ich habe nur noch einen einzigen Pfeil. Kann ich hier nochmal schnell einen schnappen? Ja, danke schön. Super. Okay. Zwei Pfeile für ein Skelett sollte klappen. Also, das Skelett rausholen. Zielen. Schießen. Ah, daneben. Komm, komm, komm. Ah, shit. Okay. Ah, das geht wieder in die Hose. Zwei Treffer kann er mir abziehen. Ich brauche wirklich mehr Energie. Sonst wird das hier immer ein knappes Spiel. Okay, Heiltrank. Das wird teuer. Ich muss im Itemshop jetzt so viel kaufen hier. Mann, Mann, Mann. Und was hat es mit den Kakteen auf sich? Okay. Hier steht überhaupt nichts über die Kakteen. Ich hoffe, dass ich keine Energie verliere, aber ich könnte es mir fast vorstellen. Weil sonst, seht ihr, mit dem Stein hätte ich nur einen verloren. Seht ihr? Das war so klar. Aber macht nichts. Noch habe ich ja genug. Nur leider keinen Heiltrank mehr. Wie viele Räume kommen denn jetzt überhaupt noch? Okay. Hier unten ist wahrscheinlich der Ruby. Das heißt, ich muss wohl hin. Muss wohl ran. Ah. Und ich schieße bestimmt wieder daneben, wie ich mich erkenne. Encounter. Ich darf zuerst. So.
Dann chop, chop. Gut, geht wieder weiter. Na komm, einmal runter. Oh, ich schieße echt daneben. Und das war mein letzter Pfeil. Na super. Komm, flieg mal weg hier. Den Pfeil holen wir uns zurück. Dankeschön. Wenn er weiter runter käme, könnte ich einen schönen Sneaky machen, hä? Komm her, Sneaky, Sneaky. Ach, nee. Das ist schön, dass er über die Kakteen fliegen kann. So, wenn er jetzt runterkommt, dann kriegt er von mir einen Rückenschuss. Komm schon, komm schon. Oh. Ja, Sneak Attack, gut. So haben wir uns auch noch einen Pfeil gespart. Wunderbärchen. Gut, Pfeile wieder voll. Leider fehlt uns ein kompletter hier Hitpoint, ein Herzchen. Oh, ich spüre schon wieder den Nervenkitzel. Ob ich ihn sneaky killen kann? Probieren wir mal. Ach, das ist so ein Viech, die können jetzt auch noch... Über die Kakteen kann ich offensichtlich nicht drüber schießen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Okay. Eben. Lauf ich da auch nochmal weg? Vielleicht? Weiter? Nee, weiter. Die verstehen irgendwie nicht, ne? Irgendwie haben die eine Verstehschwäche. Ich will, dass er hier hingeht. Hierhin. Er will offensichtlich was ganz anderes. Oh, weiß man das. Gut. Haben wir wenigstens einmal schon mal Ruhe. Oh, jetzt war er übrigens gerade da, wo er sein sollte. Schönen Dank übrigens. Komm weiter. Du warst eben gerade so schön da hinten. Mit den Kakteen, da könnten wir uns echt schön taktische Vorteile verschaffen. Ach, es ist wieder das gleiche Viech. Na super. Gut, wenigstens getroffen. Ah, seht ihr das? Ich komme hinten, ich muss sie gar nicht alle umnieten. Aber ehrlich gesagt, warum nicht? Denn der untere ist ja, glaube ich, das kleinste Problem. So, 3, 2, 1, 0. Longshot, sehr gut. Und wir kommen auch langsam echt, wir bekommen langsam auch echt Knete. Das sieht ganz gut aus. Wir werden sie auch verdammt nochmal brauchen, denn unsere Items sehen gerade sehr, sehr miserabel aus. Okay, letzter Pfeil, letzter Raum. Uiuiui, das ist ja Ganon. Uff. Kann er durch die Steine durchgucken? Ne, ein Glück. Hoho. Okay. Okay. Kann er denn da durch? Der kann bestimmt durch die Kakteen durch. Wollen wir wetten? Ich muss auf jeden Fall mindestens einen Kaktus kaputt machen. Scheinbar. Oder? Okay. Über die Kakteen kann er drüber gucken. Kann man da auch drüber schießen? Oh, das war so klar. Kann er da durch? Ja, na gut. Und jetzt haut er mich wahrscheinlich kaputt. Genau, 1, 2. Das war so klar. Try again. Komm. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal alles von vorne zu tun. Wisst ihr was? Ich mache es mir aber auch unnötig schwer, weil ich kann ja eigentlich einfach nee, pass auf. Ich weiß schon. Ich könnte ja einfach dort ein Stück das hier hinlegen. Bringt das was, wenn ich es da hinlege? Nee, da bringt es mir gar nichts. Ich lege es dorthin. Und dann warte ich schön auf ihn. Das müsste ja eigentlich reichen, oder? Weil da kann der ja durchschauen. Komm. Und ich habe noch 3 Pfeile. Das sollte eigentlich reichen, oder? Ja, genau. Er sieht's. Aber er kommt nicht hin, oder was? Wie? Wegen dem Ding? Wegen mir macht er die Tür auf, aber wegen dem Ding nicht? Oh. Nulpe. Jetzt bin ich detected. Okay. Na dann.
Na, wenigstens kommt er jetzt raus, oder? Ach, die kann auch weghauen. Oh, das ist ja eine Gemeinheit. Na gut, zweimal draufhauen. Haben wir es wenigstens auf die harte Tour gelernt. Das Fleisch nehme ich wieder mit. Das grüne Glibberkrams. Und dann beenden wir mal mit unserer Schmach den Level hier. Die Punkte werden wohl nicht ausreichen. Es wird wieder eine Silbermedaille wahrscheinlich. Aber man muss auch sagen, die Level werden schwerer. Ja? Das wird nichts. Nee. Silber. Naja, gut. Wir sind aber selber schuld. Der Level wäre leichter gewesen, hätte ich dieses Steinding nicht so vergeudet. Was ist wichtiger? Movement oder Health? Health, ne? Die war uns ein bisschen knapp. Macht aber nichts. Wir sind ja jetzt ein bisschen stärker. Haben wir noch Zeit? Sollen wir noch den Dings holen? Ich würde sagen, das machen wir. Wir holen uns noch den Rubin. Den fehlenden. 150. Alter Schwede. 150 für hier Dings. Und wahrscheinlich kriegt man auch nur einen einzigen. Wie gemein ist das? Na gut, ich kaufe gleich mal zwei. Nicht, dass wir einen mehr brauchen. Okay. Ripples in Time heißt das Ding. Das heißt, wir mussten nochmal zurück. Und jetzt geht es tatsächlich nur nochmal darum. Ja, haben wir doch schon. Was ist das? Ach so, jetzt sind in den Schatzkisten Gold drin. Cool. Na, das ist doch schön. Okay, diesmal machen wir es uns leicht. So, schnell, lauf. Ach, wenn man doppelklickt, läuft das schneller? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? So, das Schöne ist, wenn man die alten Level nochmal besucht, kann man auch nochmal schön Geld erhalten. Das heißt, die Level haben doch durchaus ein bisschen Replay-Value. Und es ist ja auch ein bisschen leichter, weil wir kennen jetzt ja die Mechaniken besser. Und wir sind auch deutlich in der Lage, schneller, leichter, besser, höher. Muss ich den holen? Ja, natürlich muss ich den holen. Lauf. So. Jetzt könnte er kommen. Komm schon. Ja. Na gut, ich hätte ja auch Baum Nummer 1. Baum Nummer 2. Ich habe ja genug Bäume hier. Könnte jetzt auch da lang. Sneak Kills bringen eigentlich mehr Schaden, ne? Also mehr Punkte. Deswegen wäre so ein Sneak Kill eigentlich schön gewesen. Nur entscheide dich doch. So. Bam. Dankeschön. Gut. Dann den Rubin. Gut. Achso, halt. Pfeile sind wichtig. Und jetzt habe ich 4 Herzen, ne? Das ist schön. Das nächste Mal hole ich mir noch so ein Herz-Update. Ich glaube, das ist gar nicht so... Shit. Das war nicht gut. Das kostet wieder unnötig Experience Points. Einmal sticht er mich, macht aber nichts. Naja. Gut, müssen wir durch. Kostet natürlich unsere wertvolle Bewertung. Gut, hier war noch ein Ruby. Plop. Ja. Easy. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Und ihr seht schon, durch unseren Rockhammer können wir jetzt auch das nächste Mal wieder schön Punkte sparen, sage ich jetzt mal. Oder strategische Vorteile zumindest erhalten. Sneak. Schaffe ich's? Nein, natürlich nicht. Wurde detected. Ich spiele jetzt echt ein bisschen schlechter, ne? Weil ich nach der Detection hier reingekommen bin. Das wäre mal interessant, nochmal so detected zu werden und jetzt schneller hinrennen. Ja gut, das klappt nicht. Das heißt, es klappt nur, wenn man im Move ist. Okay. Jetzt wäre natürlich interessant, ob ich hier reingehen kann und er dann mich nicht mehr findet. Das wäre interessant. Man muss auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Seht ihr, so klappt es. Das heißt, ich könnte jetzt wieder mal versuchen, da rein zu gelangen und dann zu verschwinden. Mal gucken, wie man das noch ausspielen kann hier. Okay. Das ist interessant, ne? So. Nee, das war wieder blöd. Okay, ich probiere es aber trotzdem nochmal. Er kommt wieder hin, haut mich wieder zweimal. Ich bin zum Glück nicht tot. Werde dann mich nochmal verstecken. Ja, darf ich noch weiterziehen? Ich würde gerne weiterziehen. Ich bin doch dran. Jetzt. War ein Bug. Alles klar. So, wieder versteckt. Ich beende. Er muss mich wieder suchen.
Ich hätte mich hier verstecken sollen, ne? Das wäre cooler gewesen. Eigentlich würde ich jetzt gerne nochmal sneaken. Okay. Wäre mal interessant. Ich würde es gerne probieren. Auch wenn ich vielleicht sterbe. Das ist es mir gerade wert. So. Geht er weiter? Geht er weiter? Er geht nicht weiter. Vorhin ist er weitergegangen ins Gebüsch. Ich verstehe das nicht. Okay, ich bin tot. Geht natürlich wieder auf die Punkte. Ich weiß, mit einem Retry. Aber in dem Level haben wir sowieso schon Gold. Von daher macht es nichts. Wieso hat es vorhin geklappt? Wieso ist er vorhin weitergegangen in den Busch? Ich finde, das hätte mal irgendwie ein bisschen klarer gesagt werden müssen, weil eben ist er stehen geblieben, als er da durchgelatscht ist. Das letzte Mal ist er nicht stehen geblieben. Also meiner ist stehen geblieben, mein Charakter. Das ist ein bisschen gemein. So. Okay. Ich habe ja 3 Herzen, damit komme ich ganz gut weit. Diesmal würde ich ihn nämlich gerne sneak attacken. Mal gucken, was passiert. Er kommt jetzt her. Achso, das Problem ist, dass er denkt, dass ich da bin, ne? Egal, wir gucken mal, was passiert. Er geht dahin und findet nichts. Ich habe echt nicht verstanden, wie es funktioniert, ganz ehrlich. So, naja gut. War ein bisschen easy jetzt, natürlich, mit den Pfeilen. Warum hole ich mir eigentlich keine neuen Pfeile? Mache ich doch einfach mal. Gut. Aha. Ich spiele zu leichtsinnig, merkt ihr das? Schnell weg. Ich muss mir wieder ein bisschen mehr Mühe geben hier. So, weg. Jetzt. Besser. Plopp, Sneak Attack. Wenigstens noch ein paar Sneak Attacks, da kriegt man auch Punkte für. So, jetzt aber endlich den fehlenden Rubin. Man weiß ja nicht, was kommt, also nehmen wir auch noch die Pfeile mit. Okay. War der schwer? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der Wolf? Eigentlich nicht, ne? So, bam. Encounter. Ich bin dran. Er hat mich ja noch nicht mal gesehen, also eigentlich auch kein Problem. Gut, Geld haben wir. Noch mehr Geld. Also fürs Geld hat es sich jetzt tatsächlich mal gelohnt. Ich komme den 5000 tatsächlich näher. Denn die 5000 brauche ich, soweit ich weiß, für das Achievement. Und wenn nicht für das Achievement, zumindest für die Erweiterung des, hier, mein Item-Backpack. Wobei das momentan eigentlich relativ egal ist. Und noch ein Wolf. Okay. Okay, das war zu spät. Er hat mich zu früh gesehen. Kann sein, dass er mich platt macht. Ja, er macht mich platt. Und wieder ein Retry. Oh! Das ist echt schade, hä? Ich spiele ein bisschen zu leichtsinnig. Und wieder zu leichtsinnig. Und wieder tot. Ja, ja, try again. Seht ihr das? Man muss echt voll konzentriert spielen, sonst funktioniert es nicht. Das ist auch bei Metal Gear Solid so gewesen. In dem Moment, wo man anfängt, es auf die leichte Schulter zu nehmen, funktioniert es nicht mehr. So. Also geben wir uns ein bisschen mehr Mühe. Und dann sollte das passen. Gut. Ja. Aber ausprobieren darf man immer, oder? Man muss ja auch ein bisschen wissen, wo es lang geht. Gut, jetzt haben wir hier unsere 3 Rubine. Der Level ist endlich geschafft. Die Frage ist natürlich, ob ich... Soll ich? Weil ohne die wird es nämlich schwer. Ich glaube, ich kaufe noch ein paar davon. 3 Stück darf man haben. Okay, das ist nicht so viel. Hiervon brauchen wir eigentlich auch noch ein paar. Mindestens 2. Hiervon auch noch 1. Und dann sollte es eigentlich so weitergehen. Aber nicht diese Folge, sondern in der nächsten. Wenn es wieder heißt, Sneaky Sneaky, Let's Play or Die. Bis dann. Auf Wiedersehen.